Jungen am Köln, seid ihr da? Oh yes! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Frühlingsausgabe von Nightwash Live! Wir lassen heute ganz fantastische Frühlingsgefühle aufkommen und dafür haben wir fantastische KünstlerInnen heute hier auf der Bühne. Alle bekommen einen fetten Applaus von euch. Heute mit dabei Mirja Regensburg! Außerdem dabei Bora! Und Isabella Luna! Der gewaltige Herr Schröder! Außerdem Alex Stolz! Und die fantastische Nicole Jäger! Und hier ist der die Frühlingsfee vom Waschsalon. Hier ist Simon Stäbler! Boah, waren das schöne Zeiten, als man noch gelüftet hat, ey. Also kein Sauerstoffmolekül mehr drin. Könnt ihr mal bitte kurz aufhören zu atmen? Boah, ihr stinkt wirklich krass. Es geht halt los, ne? Es ist halt Sommer, ne? Man denkt so, ja, es regnet, ich brauche kein Deo. Und 2 Stunden später die Sonne so... Ich finde immer so 96-Stunden Deos so eine geile Sache, ne? Die werden ja immer, es gibt ja immer länger. Es gibt ja Deos, die immer länger halten. Und denke mir, warum 96 Stunden? Wir wohnen in Deutschland, du kannst duschen. Ey, Alter, ist das 96 Stunden? Das sind 8 Tage oder so, keine Ahnung. Das ist mega lang. Angenommen, das wirkt, ne? Angenommen, das funktioniert wirklich, was es nicht tut. Aber hey, wir sind mal hypothetisch und das funktioniert. Und du denkst nach 96 Stunden so, ja, Mann, wie riecht denn dann der Rest? Also, ich meine... Du hast das ja nur hier. Machst du dann die Hose auf und die Kinder sterben oder was? Das ist doch kein ausgereiftes Produkt. Oh, ist warm, ne? Alter, ich sehe auch aus, so richtig sunfucked, oder? Mein Gesicht, ey, boah. Bin am Morgen rausgegangen, wollte Tennis spielen und dann war es so bewölkt. Ich dachte so, pff, ja, passt schon, oder? Sonnencreme, was für Loser. 2 Stunden später die Sonne. Oh, ich habe richtig gespürt, wie die DNA zerfetzt wurde in meinem Gesicht. Aber hey... Das ist so eine Sache, die gönne ich mir ab und zu. Sonnenbaden in der Mittagssonne. Wo alle mal so sagen, so, bitte meiden Sie Mittagssonne. Ich so, nein, dann werde ich nicht braun. Leute sagen, man wird auch im Schatten braun. Nein, man wird im Schatten nicht braun. Außer Nazis. So, und, Wenn ich wirklich so richtig braun werden will und das ist das einzige Laster, das ich habe, so, ich rauche nicht, ich esse mega viel Sellerie und so, ne, also ich gucke schon, dass alles cool ist in meinem Körper, aber ich will braun sein. Ich will im Sommer, ist mir scheißegal, das ist alles, was da immer draufsteht, Hautkrebs, ja, und ein Laster braucht man, oder? Ich habe keinen Bock, als so eine Kalkleiste zu sterben, wirklich, ich habe keinen, das ist doch scheiße. Wenn du nicht weißt, so, hat er mal gelebt oder ist er immer so, weißt du, Ed Sheeran blass, einfach so, andere Leute blendest in deiner Umgebung. Ist doch auch kein Leben, ey. Boah, wie geht's euch? Cool! Es gibt, finde ich, so viel zu besprechen. Ich war einen Monat nicht da. Mal Applaus für Nega Amiri, die das letzte Mal souverän, souverän hier durchmoderiert hat. Aber I'm back. Ich hatte Covid. Ich hatte so eine richtig weirde Variante, so, die angeblich auch noch 6 Wochen nachher hoch ansteckend ist. Und hi. Und dann war es vorbei und dann dachte ich so, scheiße, boah, ich habe Long-Covid, so, aber war nur der Heuschnupfen, der in meine Fresse gekickt ist. So, weißt du, so Tür aufgemacht, ich bin jetzt da. Und ich so, Wir müssen über so viele Dinge reden, es ist so viel passiert. Ich war jetzt 8 Wochen nicht hier, aber was reden wir als erstes? Eurovision? Ist das ein Ding? Ist das ein Ding hier? So, wer guckt das? Ich habe das nicht geguckt. Nee, hat das irgendjemand geguckt? Aber ich fand den Engländer. Du als Einziger? Oh, und? War nix. So, also wir sind ja wie immer halt Letzter. So, ist
Safety first, Deutschland, ciao. Und die Ukraine hat gewonnen. Und es soll ja nächstes Jahr in der Ukraine stattfinden. Und ratet mal, wer für die Pyro sorgt. Russland. Ja. Ah, die Phosphorbomben, die blinken so schön. Ja, was geht noch ab? Ich brauche einen Hund. Ich brauche unbedingt einen Hund. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt so lange ohne Hund gelebt. Ich schaff's nicht mehr. Ich habe jetzt Hundefutter im Auto. Um fremde Hunde anzulocken. Und die, wirklich, ich habe Snacks im Auto. Es ist jetzt soweit. Letztendlich so, ach komm, ich guck mal ein Fressen ab. Habe ich einfach ein bisschen geschockt. Ich hätte so gerne einen Hund. Wirklich, ich habe gestern, war so Wahlabend. Und es interessiert mich nicht. Also ich habe gewählt, aber was die dann so, der historische Ergebnis, ja, Digga, immer. Und dann habe ich halt so ein Buch durchgeblättert über Hunderassen. Und wusstet ihr, dass die weibliche Hündin übersetzt Bitch heißt? Also daher kommt das Wort Bitch. So, also man nennt eine räudige Hündin, die halt richtig Bock auf Ficken hat, nennt man halt Bitch. Und das ist einfach das Wort für die. Das ist nicht böse gemeint. Das ist, wir haben es dann dazu gemacht, so ey du Bitch, so. Ne? Aber eigentlich, es heißt so. Und da stand halt die ganze Zeit, das war auf Englisch das Buch, da stand die ganze Zeit so, the bitch is ready to pair when the bla bla bla. The bitch is taking care of her baby. So nicht die ganze Zeit, die Bitch. Aber das war der ursprüngliche Begriff, so eine räudige Hündin, die ganze Zeit so rumläuft. Ah, fick mich. Ah. Ich pette so gerne fremde Hunde. Ich gehe gerne einfach so zu fremden Hunden und streichle die so richtig hart, ohne den Besitzer zu fragen oder die Besitzerin. Hat jemand einen Hund von euch? Du, was für einen? Ein Pekingese. Oh Gott, sind das nicht diese, die aussehen, als hätte man denen so eine Bratpfanne ins Gesicht geschlagen? Du, so pff, bisschen. Du so, bisschen. Was machst du mit dem? Gassi gehen. Noch was? Kann der was? Kann der irgendwie ein Flickflack irgendwas? Kannst du irgendwie so? Männchen. Okay, cool. Pekingese, geil. Wie heißt der? Benny. So menschlich irgendwie, oder? Der Benny. Weiß nicht, würde ich glaube ich auch padden. Ich liebe das. Wenn du mir Fotos von deinem Hund zeigst, raste ich aus. Zeig mal. Weißt du, du schon so am Zirken. Zeig mal jetzt. Zeig mal. Der sieht ein bisschen aus wie Yoda von Star Wars, oder? Benny, ich heiße. Einen Haufen gemacht, ich habe. Oh Gott, die Zunge, was ist mit der Zunge? Die Zunge ist einfach länger als das Gesicht. Ha! Ja, du würdest ja auch knutschen. Ja, Benny Maus, wenn du irgendwas brauchst, ne, Hilfe, Geld, Organe, ich mach's. Fotos von Hunden, wenn ihr mir Fotos von euren Kindern zeigt, dann denke ich mir nur, geht ein anderer Flieger als ich. Aber Hund liebe ich wirklich. Und ich pette wirklich einfach fremde Hunde. Und ich war mal in so einem Wellness-Hotel, wo nur Erwachsene und Hunde erlaubt sind. So, also keine Kinder, halt mein Leben. Und da habe ich halt auch überall die Hunde gepettet und so. Und einmal... es war so ein Spießer-Hotel in München und einmal habe ich dann, kam ich aus dem Wellness-Bereich, hatte dann so einen Bademantel an und dann waren da so Neuankömmlinge mit so einem goldenen Retriever, mega schön und so, und der ist auf mich zugegangen, okay, sorry. Und dann habe ich halt angefangen, so, was ist denn mit dir los? Dann bin ich so in die Hocke gegangen und diese Münchner Pärchen so, und ich die ganze Zeit, ich streiche nur euren Hund, und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich halt in der Hocke saß und ich hatte halt nur einen Bademantel an. Und ich die ganze Zeit, wo ist die Wurst? Da, wo ist die Wurst? Und die Leute so, und ich so, ist das eine Bitch? was noch passiert? Glaubt ihr an den Klimawandel? ich kämpfe hart gegen Insekten in meiner Wohnung. Wer noch? Ja, du, klar. Wollen wir die Show machen? Willst du hochkommen? Stühle, zwei. Echt? Kämpfst du gegen Insekten? Auch gegen was? Bienen? Wo wohnst du? Im Baum? Gegen Bienen? Warum? Also ich kämpfe gegen diese Trauermücken. Kennt ihr Trauermücken? Diese kleinen schwarzen Fliegen,
die überall in jedem scheiß Blumentopf rumhängen. So, warum kriegen die da nichts mit vom Insektensterben? Leute, da draußen, die sterben, sterbt bitte auch. Warum sterben nur die Guten? Diese Trauermücken, ey, die machen mich richtig traurig, wirklich. Und du musst immer so, du musst, dann weißt du, wie man die bekämpft? Mit so Gelbfallen, ne? So Klebefallen. Da kleben die dann so dran und dann hängen die dann so dran, so. Und ich so, ha! Und jetzt kommt's. Eigentlich sind diese Klebefallen dafür da, diese blöden Trauermücken zu fangen. Am Samstag hat diese Klebefalle eine Taube gefangen. In der Wohnung. Also, ich fang von vorne an. Wir wachen auf, mein Mann und ich, und ich so, Alter, was ist los? Ich dachte so, ist das ein Einbrecher? Aber es war schon hell draußen. Ich so, nee, Einbrecher brechen nicht ein, wenn es hell ist, oder? Also, glaube ich nicht. Und mein Mann so, das ist ein Erdbeben. Und ich so. Ja klar, wir leben auf dem mittelatlantischen Rücken, da ist Köln, genau. Auf dem pazifischen Feuerring ist Köln in der Mitte, klar. Und ich gehe so raus und guck so in die Küche. Und mein Basilikum bewegt sich halt so voll krass. Und ich so, ich wusste gar nicht, dass sie sich nachts so bewegen. Ich so, wow. Und ich so, oh Gott, da ist was. Und dann saß eine Taube auf dem Fensterbrett. So, und hat in diesem Basilikum rumgeschlagen. Ich so, was willst du machen, Pesto? Und dann hat die in diesem Basilikum die ganze Zeit so rumgeschlagen. Ich so, ah, das ist eine Taube. Und dann bin ich so ganz langsam hin. Da saß noch eine in der Ecke. Und ich so, ah, das sind zwei Tauben in meiner Küche. Ich bin zurück ins Schlafzimmer, hab die Tür zugemacht. Was macht man denn da? Die Feuerwehr rufen? Wir sind nicht zuständig. Ich bin jetzt nochmal, die Taube brennt jetzt. Könnt ihr kommen? Ich meine, ganz ehrlich, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich so, du musst, ich kann das nicht machen. So, ich kann dich auf keinen Fall da rauslassen. So, und dann, ich so, Schatz, du bist ja älter als ich, ne? Voll random das Argument. Und dann ist er raus und da haben wir das erstmal angeguckt. Und dann war das wirklich so, die eine haben wir dann rausgelassen und die ist relativ schnell auch weggeflogen. Und die andere war halt so dumm und ist mit ihrem Flügel in diese Gelbfalle, hat sich dann die Gelbfalle hier an den Arsch gepappt und konnte deswegen nicht mehr fliegen. Die Taube ist zusammengeklebt, weil sie in meine Fliegenfalle geklatscht ist. Wie dumm kann man denn sein? Erst kommen die durch so ein kleines Fenster in meiner Wohnung und kleben sich dann noch mit meiner Fliegenfalle voll. Ihr müsst mir überlegen, in meiner Wohnung ist maximal die Hälfte der Wand mit diesen Gelbfallen gespickt. Das ist nicht besonders viel, wobei schon krass. Aber dann klebt die sich noch und dann ist sie die ganze Zeit so durch die Wohnung gelaufen. So. Und ich so, scheiße, was machen wir denn jetzt mit dieser scheiß Taube? Die kann nicht mehr fliegen. Und wenn wir diese Gelbfalle nicht da rausmachen, kann die dann draußen auch nicht mehr fliegen. Wenn ich die aus dem Fenster so, oh, pfff. Entschuldigung, okay, wow, ciao. Und dann mussten wir die halt fangen. Die mussten wir diese zweite Taube in der Wohnung fangen. Wie machst du das denn? Und dann ich so, gib ihr mal Brot oder so. Und er so, ja, die hat Todesangst, die ist festgeklebt, als ob die was frisst, Brot hin und die. Ich so, Alter, wie gierig kann man denn sein? Du bist in der fremden Wohnung, du bist verklebt, du stirbst gleich, aber ey, kein Brot. Es war wirklich mega, mega schlimm. Dann haben wir, dann stand mein Mann da wie so ein schlechter Zauberer mit so einem Handtuch und hat dann so das Handtuch auf die Taube geworfen. Weg, ciao. Oh, dann haben wir das irgendwie damit so rausgeschlagen, haben wir die rausgelassen, dann ist die runtergefallen. Ist so, Entschuldigung. Wir haben echt alles versucht. Nee, aber richtig heftig. Und ich finde es im Nachhinein, ich bin so dumm, dass wir die befreit haben, weil wir sind direkt danach auf eine Hochzeit gefahren. Und alle lieben Tauben auf einer Hochzeit. Wir hätten die einfach da freilassen können, so bei der Trauung. Also die eine noch so verklebt, so am Boden so, ich so, ja, so endet eure Ehe, ihr zwei. Aneinander geklebt im Todeskampf. Fuck. Okay, das hat mich richtig mitgenommen, diese Geschichte. Ey, ganz ehrlich, wenn du da reinkommst und da sitzen diese erbärmlichen Vögel und die scheißen ja auch alles voll. So, die haben mein Basilikum vollgeschissen. Pesto schmeckt ganz anders jetzt. So ein bisschen nach Zigaretten, ehrlich gesagt. So, keine Ahnung. Ich muss euch später noch was zu einer anderen Taube erzählen. Zu einer, die noch alle 10 hatte. Das war richtig krass. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Ich habe das jetzt mit euch verarbeitet. Ich habe noch mehr, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen erstmal hervorragende Künstler und Künstlerinnen. Habt ihr Bock, Nightwash? Ihr habt Bock? Yes! Okay! Dann fangen wir an mit der ersten Künstlerin des heutigen Abends. Sie ist cool. Sie hat coole Schuhe und eine coole Jacke und eine coole Frisur. Hier ist Mirja Regensburg. Ja.
Sessel! Ach, man ist wie in so einem lebendigen Flusensieb, riecht's hier, ne? Man denkt, man ist im Flusensieb. Ah, wie schön, herrlich. Oh, bin ich direkt schon im Arsch, ne? Hier hochgelaufen, fertig mit der Bereifung. Nee, ich muss Sport machen, ich weiß das auch. Ich muss dringend. Ich mach's ganz selten, ich will, dass es was Besonderes bleibt. Da landen auch nur die Sportmuffel, ne? Obwohl, neulich hätte ich es fast gemacht, dieses Sport. Es wäre fast zum Äußersten gekommen, das war ganz geil. Da hatte mir eine Freundin so einen Tipp gegeben mit einer Jogging-App und dann habe ich gedacht, komm, dann muss das auch probieren. Bis ich die Jogginghose gefunden habe, das war schon Comedy. Die war so alt, ich finde die endlich und dann sehe ich, krass, die ist nicht von Chibo, die war ja noch von Edusho. Ja, wie erkläre ich jetzt den Jüngeren, was Edusho ist? Egal, vor vielen Monden. Nein, aber ich habe die Jogging-App genommen und ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert. Ich mache immer alles einmal. Vielleicht kennt ihr die, die heißt From Couch to 5K. Kennt einer die Jogging-App? Hat es schon mal einer gemacht? Die gibt es echt. From Couch to 5K, ne? Also von der Couch zu 5000 Meter. Und das Geile ist immer, du joggst immer 60 Sekunden und dann gehst du wieder 60 Sekunden. Immer wenn du nicht mehr kannst. Und dann joggst du wieder und gehst. Immer im Wechsel. Und auf dem Kopfhörer, da spricht immer eine Stimme mit dir. Die sagt immer, you're great. You're awesome. You're almost there. Also du bist großartig, du bist fantastisch, du bist fast da, ne? Sagt sie immer wieder, you're great, you're awesome, you're almost there. Dachte ich, geil, wenn ich das nächste Mal Sex habe, lege ich die daneben. Kann ja nicht schaden, nein, aber... Nee, ich habe schon heute Morgen gemerkt, ich muss was machen. Eigentlich war das meine Boyfriend-Cut, jetzt geht die als Röhre durch. Oh, sorry, die Bräunchen. Ist aber nur just Heuschnupfen, don't panic. Aber für eine Muffin-Jeans, finde ich, sitzt sie echt ganz gut noch, kannst du nichts sagen. Muffin-Jeans kennst du aber, ne? Grüner T-Shirt-Mann, Muffin-Jeans? Du kennst sie nicht? Hier, Muffin-Jeans, wenn der Teig oben so übers Bündchen kommt. Jetzt ja! Hast du dir gerade die Augen zugehalten? Geil, bei dem hier vorne ist die Brille gerade beschlagen. Wie süß bist du denn? Ah, wie heißt du? Mathis. Mathis. Wie alt bist du? 23. Ich weiß es nicht. 22? 23. Er ist in dieser Minute 23 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ah, wie süß, du bist 23, oh krass, weil ich hatte gerade einen leichten Milcheinschuss, aber jetzt weiß ich. Da denkst du ja, was will denn die geile Milf hier auf der Bühne? Aber ich bin eigentlich eine Ilf, weil ich habe kein Kind, verstehst du? Aber egal. Ja, Muffin Jeans, einige haben das schon mal gesehen, einige haben da, oh, du hast aber auch immer, da haben wir eine schöne Bäckerei bei dir, ne? Geil, guckst du gerade an dir vorbei und denkst, die meint bestimmt jemanden anderen? Nein, leider gar nicht. Ja, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, ne? Es ist... Guck mal, Mathis, ich kann auch Gesang, Bauchgesang. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, die... Ist schlimm, ne? Man weiß wirklich nicht, was will die denn? Nein. Wisst ihr, das Geile ist, Mädels unter uns, ich habe ja keine Waage mehr, ne? Ich habe vor vielen Jahren mich entschieden, keine Waage mehr zu haben. Jetzt habe ich nur noch das, nämlich abends diesen Griff ins Gebälk. Das ist für mich... Dann weiß ich, wo stehen wir im Moment. Und ich war gerade 3 Tage in Holland, das heißt für mich immer 5 Kilo plus. Weil es ja alles frittiert, alles ist frittiert, alle, die Hunde, die Häuser, die Katzen, alles ist frittiert. Nein, aber ich zeige das für die Mädels, ne, um auch eine ganz klare Message hier zu sagen, jetzt wird es ernst. Nein, ganz ehrlich, Mädels, wir haben doch alle zu Hause diese eine Jeans, von der wir glauben, dass die irgendwann nochmal passt, oder? Ja, ich habe 5. Und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn du morgens eine Jeans anziehst, die ist super eng und du dir dann aber selber sagst, ja, die ist ja noch frisch gewaschen. Die lockert sich auch noch mal über den Tag. Vielleicht tut sie das, aber wisst ihr was, wenn nicht, scheiß der Hund drauf. Wir haben teilweise Kinder gekriegt, wir haben einen Job, wir haben vielleicht auch einen Mann zu betreuen. Vielleicht haben wir Haustiere, vielleicht haben wir nur Motten oder Milben, aber in jedem Fall haben wir so viel, was wir können sollen. Und Frauen können ja auch viele Dinge auf einmal. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch nicht verrückt macht, denn ihr seid gut, so wie ihr seid. Und wenn die Frauen es auf diesem Planeten endlich mal schaffen, mit sich selber zufrieden zu sein, haben am Ende die Männer auch was davon, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres auf der Welt als eine glückliche und zufriedene Frau. So. Na?
Und ganz ehrlich, es ist ja auch so, oder? Wie viele Freundinnen habt ihr, die wirklich mit sich zufrieden sind? Ich habe eine, die kifft aber auch den ganzen Tag. Und obwohl die so viel kifft, und das ist echt strange an der, hört die auf zu essen, wenn die satt ist? Ich wusste gar nicht, dass sie da ist. Ich höre auf zu essen, wenn mir schlecht ist. Kennt ihr diese Leute, die sagen, oh, ich habe heute den ganzen Tag vergessen zu essen? Ich habe höchstens vergessen, dass ich schon gegessen hatte. Wisst ihr, was die hat, die Freundin von mir? Die hat Clips für Chipstüten. Ich war bei der zu Besuch, ich sag, was sind denn Clips für Chipstüten? Ja, für Chipsreste. Ich sag, was sind denn Chipsreste? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so einen Chipsrest unterm Sofa finde, dann puste ich den Flusen ab und dann geht der nochmal. Nein, aber ich wünsche mir echt, ich wünsche mir zufriedene Frauen. Und wisst ihr, was auch für eine große Zufriedenheit bei Frauen sorgt, ist, dass sie sich mit anderen Frauen gut versteht und verbündet und nicht in Konkurrenz geht. Und das ist so, das passiert ja so oft, dass Frauen sich vergleichen. Ich glaube, das kommt ja alles noch aus der Evolution. Ne? Die Evolution ist ja immer schuld. Frauen vergleichen sich deswegen, weil die standen damals vor der Höhle, Jungs waren auf der Jagd, Mammut, musste alles schnell gehen, die Mädels standen vor der Höhle. Dann haben wir unser gutes Gehen, die Kommunikation ausgearbeitet. Aber wir haben eben dann auch bei den anderen geguckt, okay, wie haben die denn die Höhle dekoriert? Ja, wer war denn wieder einkaufen bei www.höhle24.de? Zwei Keulen zum Preis von einer? Oder bei Zahölando? Ja, und bei wem sitzt das Fellröckchen lockerer als noch letzte Woche? Ja, wir haben uns verglichen. Ich glaube, jede Frau kennt das, wenn du in der Disco vorm Spiegel stehst auf der Toilette. Ne? Dieses Gladiatorinnen-Treffen vor Spiegeln, wie sich abgecheckt wird. In Millisekunden wird geguckt. Aha, was hat die denn an? Wie sieht die denn aus? Aha, wie hat die sich denn geschminkt? Das kriegen ja Typen nicht mit. Ihr wisst überhaupt nicht, was wir meinen. Ne? Das ist immer, wenn wir mit unserem Partner über die Straße gehen und uns kommt eine Frau entgegen und wir dann sagen, hast du gesehen, wie die geguckt hat? Und er so, hä, die war doch nett. Und ich wünsche mir wirklich, dass Frauen sich viel mehr unterstützen. Im Grunde wie diese Stützunterwäsche, wie diese Spanks. Ja, das ist doch ein schönes Bild, was ihr mitnehmen könnt. So diese Spanks kennt ihr, ne? Diese Schlankmach-Mattes. Du guckst mich an wie ein Auto gerade. Das sind diese Schlankmach-Unterwäscheteile. Das sind so Teile, die ziehst du an und wenn du dann einen Furz lässt, hast du hinten die Blasen auf dem Rücken. Spanks kennt ihr, ne? Ich hatte einmal so ein Ding an. Der Mann, der mir versucht hat, das auszuziehen, dem fehlt jetzt ein Auge. Nein, ganz ehrlich, macht euch Komplimente. Macht euch Komplimente. Komplimente statt Kritik oder Vergleich. Sagt euch was Nettes. Ich weiß, das ist erstmal ungewohnt vielleicht, ja? Vor allem Komplimente annehmen. Zu mir hat neulich eine Freundin gesagt, ach mir ja, das ist ja eine coole Lederjacke. Was sag ich? Ach, die ist schon ganz alt, die war im Sale. Total blöd. Anstatt, dass ich einfach sage, danke. Macht euch ein Kompliment, ja? Sagt euch was Nettes, macht's wie Mattes. Sagt, ich bin eigentlich 23, aber heute bin ich 22. Oder macht's wie mein bester Freund, der hat neulich zu mir gesagt, weißt du mir ja immer, wenn ich jetzt die Hose zumache, muss ich an dich denken. Ich sag, besser als wenn du sie aufmachst. Dankeschön, das war's von mir. Danke, Köln. Für euch die wunderbare Mirja Regensburg. Schön. Schöne Worte und ich würde sagen, dass wir das direkt auch ein bisschen in die Tat umsetzen, Schnauze. Und zwar machen jetzt alle in der ersten Reihe mir ein Kompliment. Du fängst an. Bitte? Gut? Präziser. Nee, sehr gut. Was gefällt dir besonders? Die Haare? Danke. Jetzt du. Das ist ja widerlich hier vorne. Ey. Aber wo er recht hat. Ja. Du. Ich liebe die Katze. Zieh dich nicht. Du. Das T-Shirt steht ja einfach perfekt. So.
Okay, danke. Du? Deine schnippische Art sehr höflich. Das ist schön. Spacko. Sagt man nicht. Du? Ich mach dir ein Armband von deiner Uhr. Oh, it's Pride. Hi. 100 Euro nur von Apple, voll gut, oder? Krass, dass die so günstig sind mittlerweile. Für Stoff nur 100 Euro. Danke, Apple. Aber davon gehen auch 0,001% an Charity-LGBT-Sachen. Danke. Aber vergleich schon Äpfel mit Birnen. Hm? So, du. Ich kann mich bei der Katze nur anschließen. Das ist eine sehr, sehr schöne. Das sollte aber mir ein Kompliment nicht der Katze. Aber die Katze ist auf mir drauf. Okay, die Katze ist auf mir drauf. Ich bin doch keine Bitch. Du. Schöne Zähne? Ja, ne? Ja. Ich habe so eine neue Zahnbürste. So eine Ultraschall-Zahnbürste. Kennt ihr die? Das Putzen ist mega unbefriedigend, weil das geht einfach nur so. Und du denkst so, mach was. Die macht sau viel. Du hast danach voll die saubere Fresse. Ey, du bist so glatt, du kannst nicht mal mehr essen, weil alles durchrutscht. So. Aber das Putzen ist so unbefriedigend, weil bei so einer Bürste da rupst du und bei diesen Dingern so. Und die ist einfach nur so. Der Prozess befriedigt mich nicht. Ich muss dabei immer onanieren. Du. Ja, ich habe die Schnürsenkel schön gebunden, hat er gesagt. Schleife kann ich seit einer Woche. Okay, du noch? Ja, hast du schöne Jeans an. Ja, die ist cool, ne? Die ist so ein bisschen hier stretch, macht aber einen schönen Po. Ist aber auch relativ leicht. Ich kann runter, ich kann Squats. Oh, ihr seid so süß und das ohne, dass ich gefragt habe. Okay, gut. Wir machen weiter und danach kommt die zweite Reihe. Wir lassen mir alle heute noch was Liebes sagen. Der ganze Laden. Alles was anderes. Die Katze ist raus ab jetzt, okay? Überlegt euch was Neues, es gibt viel Schönes. Ich kann noch ein bisschen so. Mal schauen, vielleicht zeige ich noch ein bisschen was. Okay, ich glaube, du musst das jetzt retten. Ja, jetzt kommt für euch der großartige, seid lieb, macht Komplimente, lacht, aber er macht das sowieso, weil er ist auch lustig. Hier ist für euch Bora! Ah, schön, schön. Schön, ah, schön wieder hier zu sein. Hier bin ich, Pamela Reifs. Lebensaufgabe. Erstaunlich ist, wie viele Menschen sie kennen, tatsächlich. Ich liebe sie. Tanz-Workout-Tutorial von ihr. Oh. Göttlich, mit so einem Timer oben drauf. Ne? Geil, wenn die sagt, mach 20 Sekunden das, mach 50 Sekunden das. Kennen wir Männer aus Pornos. Not-Come-Challenge. Er guckt ganz verschämt nach unten. Nein. 15 Minuten läuft da so ein Porno, geil, die Männertruppe da hinten so, ja, ja, ja. Der eine ist schon ganz rot so, Bruder. 15 Minuten Porno, oben mit einem Timer, der dir sagt, jetzt 20 Sekunden soft, 15 Sekunden hart, 40 Sekunden mega. Und wenn es bis zum Ende schafft, hast du gewonnen. Aber eigentlich hast du verloren, weil du bist nicht gekommen. Geil, er hat seine Freundin angeguckt, ich habe immer verloren. Ich liebe es, es macht mich geil, wenn ich Sachen mache, die Menschen von mir nicht erwarten. Tanzen beispielsweise, ins Ballett gehen, Wasser bestellen, einen Salat bestellen. Ich liebe das, wenn Menschen einfach ihre Sachen nicht von mir erwarten und ich tue sie trotzdem. Zum Beispiel letztens ist mir aufgefallen beim Einkaufen, habe ich was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich bin 33 Jahre alt. Ja, und wenn ich einkaufen war, habe ich immer meine Sachen aufs Band gepackt. Die Dame hat vorne gescannt, ich habe bezahlt, fertig. Jetzt habe ich gemerkt, nee, ich muss die Leute schocken. Jetzt lege ich zuerst mal einen Warentrenner auf. Dann lege ich meine Einkäufe sortiert nach Schwere und Zerbrechlichkeit aufs Band. Und dann lege ich einen zweiten Warentrenner drauf. Gestern hat beim Rewe eine Dame ihren Einkauf draufgelegt, bevor ich den zweiten war.
Warentrenner draufgelegt habe. Bevor ich den zweiten Warentrenner gelegt habe, da habe ich sie erstmal mit meinem Blick getötet. Hab tief Luft geholt, um ihr was zu sagen, so. Und hab mich da vorne gedreht und hab was gemurmelt. So, oh mein Gott, das geht doch gar nicht. Oh. Dann komme ich vorne bei der Kassiererin an und beschwer mich bei der Kassiererin vorne. Weißt du, sie kann gar nichts dafür. Aber ich stehe vorne und sag, oh, die Menschen haben auch keinen Respekt mehr. Legen einfach ihren scheiß Ingwer-Shot bei mir drauf. So, ich hab noch nicht mal den zweiten Warentrenner aufgelegt. Was soll das denn? Und die Kassiererin, 21,40. Und ich sag so, ja, 20 Euro habe ich. Oh, 1,40 Euro habe ich klein. Mach mein Kleingeldfach auf und leer's bei ihr auf der Theke aus. Weil ich ein sozialer Mensch bin. Und ich bin auch Vater geworden im Januar, meine Damen und Herren. Da hinten waren jetzt ein paar Leute, die haben nicht geklatscht, weil die können sich nicht vorstellen, dass ich Sex habe. Ich bin die Hoffnung für alle Single-Männer, die Hoffnung aufgegeben haben. Die sehen mich und sagen so, wenn der es geschafft hat, schaffen wir es auch. Und es ist geil, Vater zu sein. Ich liebe das. Ja? Ich habe mir auch ein Tattoo machen lassen. Hier die Hand von meinem Kleinen. Ja? Wir waren beim Tätowierer, der hat aufgelegt. Tätowierer hat drumherum gezeichnet. Unten ist ein Panda, weil ich stehe halt auf Pandas. Und mein Vater hat das Tattoo das erste Mal in dieser Richtung gesehen. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, warum tätowierst du dir eine zu kleine Kuh mit zu dicken Eutern auf deinen Arm? Aber ich liebe es, Vater zu sein, weil die Menschen loben mich. Menschen loben mich dafür, dass ich Vater geworden bin. Meine Frau und ich gehen durch die Stadt, ja, im Kinderwagen ist unser Sohn. Leute gucken in den Kinderwagen, gucken mich an, meine Frau steht neben mir, aber sie gucken mich an und sagen, gut gemacht. Tolle Arbeit, schön wie der aussieht. Meine Frau steht daneben und sagt, seine Arbeit ging 3 bis 4 Minuten, Alter. Und das in Gleitzeit, also pff. Und es ist geil, bevor ich Vater geworden bin, war mir wichtig, dass die Menschen von mir denken, dass ich ein intellektueller Kanake bin. Ich habe türkischen Migrationshintergrund. Ne? Mir war es wichtig, dass die Menschen denken, ich bin schlau. Deswegen habe ich auch nur Arte geschaut, Deutschlandfunk gehört, Phoenix geschaut. Seitdem ich Vater bin, nehme ich alles, was im Fernsehen läuft, Alter. Bachelor, Bachelor-Rap, Paradise hier, Ex on the Beach, Alter. Hau mich tot, alles das, wo Simon bald mitmacht, so. Ne? Und... Ey, und ich gucke alles und es ist so geil. Heidi Klum präsentiert seit 17 Jahren Germany's Next Topmodel. Die jüngste Teilnehmerin der aktuellen Staffel war noch nicht mal geboren, als Heidi Klum Germany's Next Topmodel präsentiert hat. Und ich find's geil, weil immer wenn Heidi in die Villa kommt, rasten die Models aus. Sagen, oh mein Gott, Heidi ist da! Ja, wer denn sonst? Es heißt, Heidi Klum präsentiert Germany's Next Topmodel. Es heißt, ich der dicke Bohrer präsentiere. Beruhig dich. Es heißt nicht, der dicke Bohrer präsentiert Germany's Next Topmodel. Wobei es lustig wäre, wenn ich da in der Jury sitzen würde, gesponsert vom Burger King mit so einem Burger in der Hand und so einer Cola und sagen würde so, oh, also dein Walk hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe kein Foto für dich. Ja, ich find's geil. Und viele Menschen fragen mich, wie ich es geschafft habe, ja, eine Partnerin zu finden. Ja, wirklich, Menschen fragen mich, die sagen, du hast gar nicht das Potenzial. Und ich kann euch das sagen, ihr müsst euch vorbereiten. Gerade ihr Jungs da hinten, dann, ne? Schreibt euch auf, was ich jetzt sage, dann kommt ihr nächstes Mal mit Begleitung. Das, weil ich hab meine Freundin, als ich sie kennengelernt habe, ja, ich habe sie anders angemacht. Ich habe sie nämlich auf der Straße gesehen, habe meine Brille runtergenommen und habe ihr gesagt, stopp! Wenn man aus 7 verschiedenen Ländern 7 verschiedene Bienen kommen lassen würde und wenn die 7 verschiedenen Bienen in 7 verschiedenen Bienenwaben 7 verschiedene Arten von Honig herstellen würde, wenn man aus diesen 7 verschiedenen Arten Honig 7 verschiedene Arten von Süßspeisen herstellen würde, wäre keine so süß wie du. So. Jetzt wisst ihr, wie das mit dem Kind geklappt hat. Ach, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, auch schön wieder hier zu sein, weil es ist toll. Ich verliere gerade 1200 Kalorien. Das ist super. Das ist für mich toll, weil ich bin so ein Dicker, der zu so einer ganz bestimmten Gattung der Dicken gehört. Ich vergesse oft, dass ich dick bin. Ich denke oft, ich werde dünn. Kennt ihr Einkaufen nach Augenmaß? Obenrum trage ich 4, 5 XL, untenrum LXL. Engere Hose, ich sehe aus wie so ein Kastanienmännchen. Wie so eine Marone mit 2 Zahnstöchern. Wisst ihr, was ich meine?
So, und letztens habe ich ein T-Shirt gesehen, XL, und dachte mir, oh, das ist groß. Das könnte mir doch passen. Hab dieses T-Shirt genommen, bin in die Umkleide gegangen. Und kennt ihr das, wenn Klamotten anfangen zu knacken? Und mit diesem Bild lasse ich euch alleine. Ciao, Nightwash. Das war für euch. Bora. Hier, du hast doch Bienen in der Wohnung, ne? Ne, mach die Süßspeise da mit den Bienen. Die 7 Süßhonige machst du, okay? Machst du nach. Das war gerade so ein weirder Moment, weil man weiß ja gerade nicht mehr, wie man sich begrüßen darf und wie nicht. Ellenbogen, Küsschen, Faust und so, ne? Und gerade habe ich seine Faust genommen. Und das ist so ein ganz unangenehmer, übergriffiger Moment, oder? Weil man jemanden so nimmt und der andere so... Schwierig. Boah, ist so warm, ey. Jetzt schau ja auch in diesen Strahler. Wespen ist das Problem bei dir? Willst du mir noch ein Kompliment machen eigentlich? Nee. Du hast einen hässlichen Hund. nein, aber Wespen sind auch sau aggressiv, finde ich gerade. So eine, bei mir hat gerade wirklich auch eine Wespe wirklich penetrant versucht, in die Wohnung reinzukommen. Also so richtig, so ich so nein und sie richtig, dass die richtig das Fenster aufvibriert. Aber ich meine, früher so haben Wespen sich halt von, was ernähren sich eigentlich Wespen? Von anderen Wespen? Nee, die fressen Fleisch, ne? Fressen Fleisch, die fressen Treffen. Die fressen richtig heftig Fleisch. Ich habe mal so ein Stück Steak auf der Terrasse liegen lassen und da habe ich so 6 Wespen gesehen, die das so weggetragen haben. Wie so ein Heli, weißt du, wie so ein Schwertransport. Das war richtig, richtig einen weggefressen, ey. Letztens habe ich eine erlegt und habe damit meine fleischfressende Pflanze gefüttert. Das war irgendwie ganz geil. Irgendwie. Darf man als Vegetarier eigentlich fleischfressende Pflanzen essen? Das ist so weird. Aber mittlerweile ernähren sich halt Wespen nicht mehr von einfach so Früchten und Fleisch. Mittlerweile krabbeln Wespen aus so Red Bull-Dosen raus, wenn du den Pfand zurückbringst. Und das macht was mit einer Wespe. So. Weil dafür, ich meine, du musst mal überlegen, stell dir mal vor, da ist noch so ein Schluck Red Bull drin und die Wespe, die schwimmt in Red Bull. Stell dir mal vor, du würdest ins Becken gehen und einfach in Red Bull kraulen. So, danach kommst du auch raus. Okay, ich stech jeden! Ah! Was mich auch abfuckt jetzt an den Sommertemperaturen, sind Stechmücken. Und ich finde, es gibt nichts Erbärmlicheres für die Krone der Schöpfung, was ich bin, basically. Du nicht. Und so für Menschen halt. Wir sind die Krone der Schöpfung, aber trotzdem laufen wir nackt nachts durch so ein Zimmer und hören uns genauso an wie die Mücke, die wir suchen, weil wir so verzweifelt sind. Weißt du, läufst du durch... Warum habe ich alles braun gestrichen? Und du läufst nackt rum und du findest sie einfach nicht. Das ist einfach richtig schlimm. Und ich denke mir auch immer bei Stechmücken, ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße? Ich meine, nimm was von meinem Blut, ich habe 100 Liter oder so, keine Ahnung. Nimm, zapf was ab, das ist wie so eine Erfrischungskur, das ist so ein bisschen Aderlass, die Christen wissen, was ich meine. Aber na, bisschen Blut raus, neues rein, ist doch geil, ne? Aber spritz mir nicht diesen Mist rein. Mach nicht dieses Juckzeug rein. Das geht auch nicht bei dir einbrechen, klau dir deinen Fernseher und kack dir auf den Couchtisch, oder? Also, das ist einfach kein guter Deal, so, verstehst du? Du nimmst mir was und gibst mir Scheiße dafür, das ist unfair. Weißt du, was richtig geil wäre, wenn Tauben WLAN verstärken würden? Das ist nur eine Idee. Wir machen weiter. Mit der nächsten Künstlerin. Sie ist hier, sie ist cool, vielleicht kennt ihr sie schon. Sie ist ein Star auf YouTube und Social Media. Hier ist Isabella Luna, Luna Ludris Laguna. Wow, ich freue mich heute richtig hier zu sein. Ich kenne das auch nur von YouTube, diesen Waschsalon. Es ist so, dream came true. Auf jeden Fall, ich bin Isabella Luna. Wie er schon gesagt hat, ich bin Star, entschuldige mal, auf TikTok. Also so wie jeder zweite Grundschüler heutzutage. Oder auch irgendwie, ich finde TikTok ganz komisch, wer da so alles berühmt ist oder viral geht. Letztens habe ich einfach so ein Blatt durchfliegen sehen, so 4 Millionen Likes. Ich so, okay, das Blatt hat mehr Likes als du.
habe ich nochmal zurückgespult und ja, es war einfach ein fliegendes Blatt. Oder auch, also gestern ist mir ein Video angezeigt worden von so einer Frau, so XXL-Titten, XXL-Arsch, so eine Lippen. Die hat einfach 10 Sekunden so gemacht. Hat sich dann umgedreht. Hat sich wieder umgedreht. Und hatte 4 Millionen Likes auf das Video. Ich so, okay, irgendwas mache ich falsch. Alles klar. Und am besten finde ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese TikTok-Ratgeber, die sind ja so aktuell, ne? Diese Psychologen auf TikTok, die so diese Tipps geben. Wenn ein Mann dich will, dann macht er. Wenn ein Mann dich sehen will, dann ruft er dich an. Wo ich mir auch so denke, oh, danke für den Tipp, ey. Wenn ein Mann mich sehen will, ruft er mich an. Das wusste ich ja gar nicht. Ey, krass. Und das ist ja jetzt auch gerade so das aktuelle Thema, kennt ihr bestimmt alle, toxische Beziehungen, toxic man, toxic boys. Das ist jetzt übrigens das coolste In-Wort. Ja, das hat Fuckboy abgelöst. Und ich finde es auch besser als Fuckboy, weil Fuckboy war nicht immer schon irgendwie widerlich. Fickjunge, irgendwie damit konnte ich mich nicht anfreunden. Aber Toxic Boy, Giftjunge, ja? Damit kann ich mich anfreunden. Warum? Weil sie sind giftig. Die Männer von heute sind giftig. Kann auch daran liegen, dass diese Frauen sie den ganzen Tag auf TikTok anspringen. Die zögern so den Heartbreak auf 10 Jahre raus. So, ne? Statt dir gleich das Herz zu brechen und zu sagen, das wird nichts, sind die immer so, ja, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung und ich brauche noch ein bisschen Zeit. Gib mir noch einen Moment, wo ich mir auch so denke, ja, okay. Und dann in 3 Jahren sagst du auf einmal, jetzt bin ich bereit für eine Beziehung oder was? So, ganz komisch. Und schuld daran, dass wir auf die hängen bleiben, sind unsere Freundinnen. Wir Frauen, wir teilen ja alles mit unseren Mädels. Bei mir ist es Nega in der Clique, diese eine optimistische Freundin, der du so sagst, ja, irgendwie meldet er sich seit Wochen nicht. Schatz, der liebt dich. Schatz, der kann nicht ohne dich. Du bist seine Traumfrau, guck dich mal an. Und ich bin so, echt, ja, aber irgendwie kommt die ganze Zeit nichts. Nein, das hat bei Männern nichts zu bedeuten. Wie lange meldet er sich nicht? Ja, so 3 Monate. Das ist gar nichts. Schatz, der kann nicht ohne dich. Der wird dich heiraten, safe. Ich bin so, ja geil, hat sich seit 3 Monaten nicht gemeldet, aber ich bin seine Traumfrau. Und das Problem ist, wir haben aber auch alle in der Clique diese eine pessimistische Freundin. Das ist die, die so Kette raucht den ganzen Tag. Wie lange hat er sich nicht gemeldet? 2 Minuten? Willst du die Wahrheit? Der hasst dich. Ah, okay. Und dann kommen so die schlimmsten Worst-Case-Szenarios noch so. Der hat safe eine Frau, Kinder. Also der will absolut gar nichts von dir. Du willst ja, dass ich ehrlich bin. Ich bin ja deine Freundin, oder? Ich bin so, ja, okay. Und dann so voll gedemütigt am Ende. Aber es gibt ja auch die dritte... Oh, was ist das jetzt da draußen für ein Huren? Auf jeden Fall, es gibt ja auch... Es gibt noch die dritte Freundin, die kennen wir auch alle. Die sagt einfach gar nichts. Das ist diese, die man nur so macht. Ah. Wenn ich Glück habe, kommt dann auch mal so ein oh blöd. Ah, ja. Oh, Maus. Wo ich mir so denke, okay, danke für gar nichts. Auf jeden Fall, das Ding ist bei mir ist so, ich bin mit Kennex aufgewachsen. Ich hänge so einen Shisha-Bass ab und so. Ich bin irgendwann mit 12 auch auf die hängen geblieben. Also ich stehe auf Kennex, auf diese mit Gucci-Cap, gefälscht vom Bazar. Capital Bra im Auto. Tiefer gelegter AMG, so Rolex aus dem Fenster, so diese rumfahren und das sind die Besten, ja. Letztens hatte ich einen länger gedatet und der war so, weißt du, das Ding ist, wallah, ich kann mich jetzt irgendwie gerade nicht so festlegen, weil meine Ex damals, die hat mich halt so mies verletzt und seitdem, weißt du, habe ich Angst, wieder verletzt zu werden. Wo ich mir so denke, ey, ganz kurz, ganz, ganz kurz, du warst 10 Jahre im Knast, in Isolationshaft. Du stichst jeden Tag Leute ab, hast Massenschlägereien in Neukölln, fährst 300 km/h in einem tiefer gelegten AMG über die Autobahn, aber du hast Angst, vor mir verletzt zu werden? Okay. Ja, und das Ding ist, bei uns Frauen ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Mädels, wenn wir richtig verliebt sind oder wirklich auf jemanden stehen, dann gehen die ganzen Kopffix los. So, wann antworte ich, was schreibe ich, wie schreibe ich, alles vorher abspeichern, Notizen, bloß ganz spät antworten. Also kleiner Tipp, wenn wir Frauen euch sofort antworten und sagen, ja Mann, let's go, lass treffen, dann stehen wir nicht auf euch. Auf jeden Fall.
Und ich finde immer das Schlimmste, wenn man dann online ist und gerade so das Gespräch stalkt und der Typ schreibt dir in der Sekunde und dann sind so direkt blaue Haken. Du bist so, nein, ich wollte doch 12 Stunden später antworten. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich kriege dann immer Nervenzusammenbruch, rufe erstmal natürlich meine optimistische Freundin an. Schatz, der war nur wegen dir online. Verstehst du, das ist Telepathie. Ihr zwei seid füreinander bestimmt, darum wart ihr beide online. Macht ihr nichts draus. Und ich bin so, ja Mann, geil, wieder voll selbstbewusst, er war nur wegen mir online. Ich bin der Babo. Dann gibt es aber natürlich noch wieder die Pessimistin, ne? Oh, der war online? Du weißt schon warum, oder? Der schreibt mit anderen Frauen. Ich so, okay, scheiße, macht Sinn. Und dann gibt es noch die dritte wieder. So, ey, der war on und ich habe geschrieben und voll peinlich und so. Ach, Maus. Und wieder, ich habe Glück gehabt. Oh, blöd. Ja. Ja, und das Ding ist halt, also wie gesagt, ich bin so Shisha-Bar-Gänger, ich stehe auch dazu, Deutschrap, Kennex, dies, das, Ananas. Komme übrigens aus Berlin, da kann es auch schnell passieren, dass man asozial wird. Und meine Schwester ist das Gegenteil von mir, die ist so ein Hipster, die hängt so ab mit so Hipster mit Achselhaaren und so, die so im Park gehen barfuß und trommeln und in Thailand barfuß mit Rucksack durch die Gegend laufen und Schamanen beschwören oder Ayahuasca oder was weiß ich, was die da machen. Und die hatte letztens Geburtstag und hat mich natürlich überredet, dass ich mitkomme. Und dann sind wir in Osten, Berlin-Osten, in irgendeinen komischen Hipsterladen gegangen. Und ich stand halt so da und habe mir so gedacht, okay, egal, ist ihr Geburtstag, reiß dich zusammen. Nach 5 Minuten ging es auch schon los, da kommt so ein Typ mit langen Haaren, riesigen Achselschweißringen und seinem Bier in der Hand und tanzt mich so an. Kommt schon so auf mich zu, ich so, oh nein, bitte nicht zu mir. Hallo. Ich so, hi, ich bin der Richard. Ich so, hi Richard. Wie heißt du? Isabella. Sanella? Nee, Isabella. Sabrina, hey, cool. Nee, Isabella. Okay, ja, schön, freut mich. Also, ja. Willst du was trinken? Ich dachte so, boah, Jackpot, ein Hipster, der mich jetzt auf einen Drink einlädt, Beste. Ich so, ja klar, ich bin schon so los zur Bar gelaufen. Dann sagt er so, warte, nimmt sein Bier, wo noch ein Schlückchen drin war, schön mit Spucke und so, macht es an seinem Schweiß-Achsel-Shirt. Ja, bitteschön. Ich so, du Richard, das war jetzt, ich komme gleich. Bin ich erstmal ins Klo gerannt, voll traumatisiert. Der hat mir wirklich sein vollgesifftes Achselschweißbier angeboten. Zu früh gefreut. Ich gehe auf Toilette so, ich komme in diese Hipster oder Osten oder whatever Toilette rein. Klar, keine Klofrau, alles schmutzig, Graffiti, es stinkt nach Scheiße. Darf man das sagen? Ich komme rein und da fehlt tatsächlich in der Mitte so die Klotür. Und da sitzt so eine schön tätowierte Berlinerin mit so einem Kuhpiercing und wischt sich gerade so ab und guckt mich an. Na, was denn? Hast du doch nie eine Mumu gesehen, oder was? Ich, okay, I need a drink. Ich gehe raus, ich so, scheiße, okay, gut, in diesem Laden wirst du keinen ausgegeben bekommen. Hol dir einfach selber einen. Breathe in, breathe out. Meine Schwester lacht sich schon tot, die hat schon mein Trauma gesehen. Ich gehe an die Bar, ich hole so einen Wodka Cranberry, will gerade so trinken. Atme durch mit meinem Strohhalm. Richard entdeckt mich. Kommt wieder auf mich zugetanzt. Die Achselringe mittlerweile bis hier runter. Sein Bier war nicht mehr in der Hand. Oh, Isabella. Ich so, hi. Was trinkst du da, Schönes? Kann ich einen Schluck haben, oder? Ich so, das mag ich schon echt gern, das Getränk. So ein Wodka Cranberry, oder? Ich so, ja. Ja, und dann habe ich ihm meinen Strohhalm hingehalten. Richard hat meinen Drink ausgetrunken. Also, oh, ist scheiße, ey, jetzt habe ich es ausgetrunken. Ist ja scheiße, blöd gelaufen. Naja, Moral von der Geschichte, in Hipsterläden passe ich nicht. Dankeschön, mein Name ist Isabella. Für euch, Isabella Luna. Dankeschön. Isabella Luna. Wie ist denn gerade eigentlich so der Dating-Vibe hier? Wer ist in der Beziehung von euch? Ja, ihr fummelt ja auch die ganze Zeit da hinten, ey. Neben mir schon so Geräusche gehört. Bitte. Aber irgendwie fand ich's geil. Keine Ahnung, weiß ich.
Man ist so Frühling, ne? Ist so oder ist so Spring-Vibes irgendwie. Alle sehen irgendwie aus, als hätten sie den ganzen Winter in einem Fitnessstudio in dem eigenen Keller verbracht. Also die Leute, ich weiß nicht, also Frühling ist die härteste Zeit, in einer monogamen Beziehung zu sein. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Da ist man... Ah! Allein das macht mich irgendwie heiß. Keine Ahnung, das ist irgendwie so... Oh, bumm. Ist doch so gerade, oder? Man geht so raus, ist wieder irgendwie so unter Leuten und alles. Und man ist irgendwie geil. Ne? Und das geht nicht nur mir so, ich sag's euch. Ich war jetzt auf einer Hochzeit am Wochenende. Und die Leute waren lange nicht draußen. Also viele sind so richtig unterbumst. Aber zumindest unterreizt. So, ich meine, viele haben ja Partner zu Hause und dann... Na. Und aber so unterreizt, ne? Und wisst ihr, was ganz schlimm ist? Solche Pärchen. Solche Pärchen. So, die zwei. So. Boah, die sieht aggressiv aus. Ich glaube, die haut ein. Das ist mit so einer Tasche. Ich hab Messer. Upsi. Nee, aber ich war auf dieser Hochzeit und gerade so, wenn so heterosexuelle Männer besoffen sind, ne? Das ist echt ein Phänomen. So, weil da mischt sich dann so ein bisschen Neugier mit so heterosexueller Dominanz und einfacher Geilheit. Und dann fangen die an, einen so anzufassen teilweise. Also mich. Der eine kam so auf der Tanzfläche, packt mich so von hinten und sagt, lass es zu. Ich so, wie bitte? Okay. Na, es ist so weird dann auf einmal. Also, die sind, glaube ich, nicht schwul, aber irgend so ein Verhalten, dass sie dich demütigen wollen, ich meine, ich mag's. Aber na, es ist schon irgendwie, ne? Und gerade auch so Introverts, die eh keine Ahnung haben, wie man so mit Menschen wirklich umgeht, ne? Und die sind jetzt so 2 Jahre, haben die noch weniger Sozialkontakte gehabt. Und World of Warcraft zählt nicht dazu. Und die haben noch weniger Sozialkontakte gehabt als sowieso schon. Und dann kommen die Mama auf einen so zu. Genau so. So. Die kommen auf einen zu und wollen einem dann so irgendwie so sagen, na, wie geht's? So, ne, dieses, ey, so anfassen. Aber machen das manchmal viel zu fest. Weil die nicht wissen, wie das geht mit Menschen, so wirklich. Dann kam da eine, na! Und ich so, Alter, ich hab den irgendwann gemieden auf der Tanzfläche. Ich bin ihm immer so weggelaufen, weil er so, ey, du hast gerade eine Krokette von mir gegessen, bam! Und ich so, fuck, lass es zu, du Bitch! Horror. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Schlingel. Zu einem, der genau sowas jeden Tag macht. Hier auf der Bühne, der ist echt, wenn ihr den seht, denkt ihr schon so, boah, das ist ein Ficker. Der ist krass. Sorry, ist einfach die Ausstrahlung. Ist einfach, wo du direkt denkst, Ficker, sorry. Deswegen viel Spaß mit Herrn Schröder! Hi, das ist schön, Simon. Hi, grüßt euch, geht's euch gut? Ja, das ist schön. Hi, hi, hi. Grüßt euch dort. Geil. Hier, ich bin der Schrödi. Das ist schön, hier zu sein. Ich bin der Deutschlehrer der Herzen. Und es ist so geil, wenn man hier reinkommt. Das ist atmosphärisch. Hat man sofort das Gefühl, ihr seid eine richtig heftige Problemklasse. Nein, ist wirklich so. Also du spürst quasi, weißt du, kommst hier so rein. Alle sitzen auf Tischen und Bänken. Es ist genau so. Ja? Kein Sauerstoff. Das ist Freitag, 6. Stunde. Deutsch, Effi Briest, Inhaltsangabe. Genau diese Atmosphäre ist richtig geil, ist richtig, ist schön. Ist schön, dass ihr da seid. Ich liebe Problemklassen, wirklich. Ja, die braven Klassen sind total langweilig, da passiert nichts. Ja? Die Problemklassen sind viel interessanter, da ist Reibung, weißt du, die Problemklassen, da musst du ja unterrichten, haben die Lehrer ja keinen Bock zu. Weißt du, bei den Problemklassen, die Schüler haben bei mir alles gemacht. In der letzten Reihe, da wurde gegrillt. Ja, die letzte Reihe, da haben sich, meine ich, wirklich war, die Schüler haben sich in der letzten Reihe, die haben sich mit so einer roten Kordel, haben die sich so einen VIP-Bereich abgehängt. Ja, mit so, weißt du, 3 Liter Sektkübeln, Wodkaflasche auf Eis, weißt du, Monster Energy Drinks, ja, da hat die Wasserpfeife geblubbert. Da bist du ohne Gästeliste gar nicht reingekommen, ja. Da bist du ohne, nee, Herr Schröder, nicht in den Schuhen. Nee, tut uns leid, Herr Schröder, super, dass Sie da sind, schön, dass Sie schon mal vorbeigeschaut haben, aber bitte, bitte heute nicht, ne.
haben wir eine stabile letzte Reihe da hinten, oder? Ihr seid eine, schaut sie euch an. Ey, letzte Reihe, Probe ist das Beste, Beste. Im Grunde, atmosphärisch, Leute, pass auf, was schön wäre, ja, nur für die Atmosphäre, wäre so eine gut platzierte Beleidigung. Weißt du, so irgendwo in die Stille rein. Ich hab meine Schüler gefragt, wirklich, ich habe meine Schüler gefragt, pass auf, ihr Ficker, ich habe meine Schüler gefragt, was macht eine gute Beleidigung aus? Ja, eine gute Beleidigung inhaltlich, aber auch klanglich, linguistisch, phonetisch. Ja? Das ist nicht einfach so irgendwie so irgendwas raushauen. Nein, nein, nein. Eine gute Beleidigung, habe ich zu meinen Schülern gesagt, das ist wie Lyrik. Ja, ja, es kommt aufs Timing an, quasi wann. Ja? Die Pause davor, die Stille, das ist wie bei der Musik. Du kannst nicht einfach irgendwas raushauen. Eine gute Beleidigung, da geht es ums Timing. Ja? Stille, Stille. Stille, Stille, Opfer. Ja, einfach, ja, versteht ihr, in die Stille rein. Und du kannst auch nicht jedes Wort nehmen. Du musst mal gucken, welches Wort eignet sich phonetisch für eine gute Beleidigung. Bei Opfer, da hast du ein Plosivlaut, P. Ja, da haut es richtig raus, da wird Energie aufgebaut. Ja? Ja, das ist die Energie, die es braucht für die Beleidigung, damit sie wirkt. Versteht ihr? Ja, das ist eine Sprache ist Träger von Gefühl. Du kannst nicht irgendein Wort nehmen. Ja? Und da ist P auf F, Frikative, da ist Reibung. Versteht ihr? Ja, Opfer, da passiert was. Aerosolausstoß und so weiter. Das ist psycholinguistisch unglaublich wichtig. Du kannst nicht irgendwas nehmen. Ja? Oder was sich sehr eignet für eine Beleidigung, sind Frikative, also Reibelaut im wahrsten Sinne des Wortes, weil da Energie entsteht. Ja? Zum Beispiel. Ne? Was weiß ich? Wichser. Zum Beispiel. Ja? Je länger das W ist, desto ein größerer Wichser ist er oder sie. Ja, du kannst nicht sagen Wichser. Das ist ein Unterschied, ob du sagst Wichser oder Wichser. Ja, das kommt aus der Tiefe heraus. Spürt ihr den Unterschied? Ja, du spürst es. Ne? Psycholinguistisch. Total wichtig. Ja, Wichser. Da passiert was. Sprache ist Träger, ist quasi die Sprache ist das Identifikationsangebot. Ja, für die Gefühle, für die Emotionen. Verstehst du oder nicht? Ja, sonst sagst du. Ja, okay, ja. Das ist aber wirklich, und auch hier beim, zum Beispiel nicht nur die Konsonanten, auch die Vokale. Wir haben ja im Mund haben wir so ein Vokaltrapez, da haben wir die oberen Vokale, ne, und die unteren, die tiefen. Ja, die oberen Vokale I und so, ja, geht so. Wichtig für eine gute Beleidigung. Immer die tiefen Vokale, immer die unteren. Ja, Hurensohn zum Beispiel. Ja, das sind die tiefen Vokale, ja. Ist ganz wichtig, ne, tiefe Vokale. Die Schüler haben mich, also in der Abi-Zeitung, was haben sie über mich geschrieben? In der Abi-Zeitung stand über mich, Kollegen, die sich für diesen Lehrer interessierten sich auch für hochklappbare Sonnenbrillenaufsätze, Liegefahrrad, Rechts-Links-Socken und Bimssteine. Das war meine... Haben wir Lehrer, sind Lehrämtler heute Abend, da können wir, wo sind die Lehrer? Macht mal Krach, macht mal Lehrer, oder die Lehramtsstudenten. Ja, 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 so klingt Verzweiflung, so klingt Verzweiflung. Gerade die Dame, du wirst Lehrerin? Lehramtsstudentin, wie heißt du? Beyser. Du studierst Lehramt quasi. Welches Fach? Mathe? Krass, okay, super. Ey, viel Spaß, Beyser, das wird richtig heftig. Ja. Ey, nein, pass auf, bester Job ever. Wenn du mal Probleme hast mit einer Klasse, ja, so eine Problemklasse, so unsere Gruppe hier, ja, ganz egal, sprich sie mit der französischen Version ihres Namens an. Ich hatte mal Deutschunterricht und dann hatten die vor mir, eine 10. Klasse, vorher hatten die Französisch. Und die hatten alle die französische Version ihres Namens, den Klang im Ohr. Die sind wie ausgewechselt, wenn die so aus dem französischen Unterricht kommen. Ja, ist wirklich wahr. Aus Justin wird Justin. Ja, ah oui, d'accord, je suis Justin, ah oui, d'accord. Ja, die sind andere Menschen. Ist wirklich wahr. Aus Kevin wird Kevin. Ja, ah oui, d'accord, je suis Justin, Kevin. Die sind 10 cm größer. Ja, einfach nur durch den Klang des Namens. Ja. Aus Murat wird Myra. Ja, wie Myra, d'accord. Ja. Die haben nur durch den Klang, versteht ihr? Ja, die sind quasi wieder la grande nation. Ja, die sind keine Ahnung, die haben moralisch eine Klasse übersprungen. Ja, nur die trinken ihre Schulmilch mit abgespreiztem Finger. Ja, die sind nur psychisch. Ja, ist wirklich wahr. Ja, aus Wolfgang wird Le Gang de Wolf. Oui, je suis Le Gang de Wolf, d'accord. Ja. Und dann auch die Dialoge sind ganz anders. Ja. Normalerweise gehen die so auf den Schulhof und sagen dann, komm, wir gehen Meckes. Und jetzt so, oui, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'on mange? Crème brûlée. Ja, oui, crème brûlée, oui, d'accord. Die sind einfach 10 cm, die haben auch eine ganz andere Körperhaltung. Ja. Was haben wir jetzt? Deutsch, ja, der Besuch der alten Dame. Ah, d'accord, la visite Notre Dame. Ja, oui, oui. Die sind, ne, viel mehr Selbstbewusstsein, das ist... Ah, schon wieder, keine Ahnung, schon wieder sitzen geblieben. Oui, mais je ne regrette rien, d'accord. Schon wieder keine Hausaufgaben. Ah, déjà vu, ja. Das ist geil, ja, déjà vu, ah, krass, schon wieder keine Ahnung. Déjà vu, macht doch nichts, keine Ahnung. Es ist nur die Sprache, ist geil, ne? Die Wirkung, ja. Möchtest du ein Café au lait? Non, liberté, ja, naja.
Die Bürger, Beleidigung, das ist, nein, das ist, die Französen, aber die französische Sprache ist ja auch krass, ne? Die Franzosen, oder? Das sind der, oder? Also ich weiß nicht, wer französisch, aber diese 16, so eine einfache Frage wie qu'est-ce que c'est? Ja, qu'est-ce que c'est? Simple Frage, was ist das? Ja. 16 Buchstaben, von denen gerade mal 4 ausgesprochen werden. Ja, denke ich so mal, hakt's bei euch, ja? Es ist doch, oder der Rest wird weggeschmissen. Ja, das kannst du doch niemandem mehr erklären. Heutzutage bei globaler Ressourcenknappheit kannst du es doch niemandem mehr erklären, oder? Qu'est-ce que c'est? Aber es ist schön, vom Klang her. Ich habe neulich gerade eine französische Speisekarte gelesen und einfach, wie es klingt, ist geil. Ne? Entrecôte, ja, und dann, das, da kriegst du sofort Hunger. Ja? Crème brûlée, Jambon cru, oder? Im Deutschen Formschinken. Ja? Ist doch scheiße dagegen. Ist doch kacke. Ja? Wir gucken immer auf die Form. Weißt du, die Form muss wichtig sein. Ist doch, ja. Mousse au chocolat, le maître chocolatier, das ist, moi. Im Deutschen quadratisch praktisch gut. Ja? Das ist quasi, weißt du, scheißegal, wie es schmeckt, Hauptsache es passt in den Koffer. Ja, das ist, ja, unsere Sprache, wir sind quasi, wir gucken immer auf die Funktion, auf die Form. Im Wort Orgasmus steckt Müssen drin. Ja, das muss jetzt klappen, warum klappt das denn nicht? Verdammt nochmal, ja, das ist quasi der Imperativ ist im Wort drin. Orgasmus, das muss jetzt, das mach doch mal. Ja. Ist wirklich wahr. Ja. Und Orga, es muss gut organisiert sein. Ja. Also es muss gut organisiert sein, muss du gucken, ja. Muss alles stimmen. Ja. Ja. Da muss einiges stimmen, ne? So eine Checkliste, weißt du? Orgasmus, der ein Imperativ und, ist egal, Orgasmus, der preußische Imperativ, ist so. Der Deutsche fickt mit Pickelhaube, ja? Ja, es ist so, ja? Und Klemmbrett unterm Arm, weißt du, ja? Vorspielcheck, ja? Orga, das muss funktionieren. Ist geil, naja. Im Französischen, der Orgasmus auf Französisch? Le petit mort. Der kleine Tod. Das ist doch mal eine entspannte Herangehensweise an die gleiche Situation, oder? Das ist doch mal, oder? Für den wahren Genuss musst du loslassen, ja? Genau, siehst du, geil. Er hat's gerade, er erlebt es. Genau so ist es. Digga, viel Spaß noch. Viel Spaß. Genieß es, oder? Geile Typen, oder? Geile Typen. Das ist genau wie auf dem Schulhof. Weißt du, wenn sowas passiert, alles vorbei, Stunde beendet. Nein, aber ist schön, oder? Orgasmus, also, le petit mort, der kleine Tod. Also, wenn du richtig Spaß haben willst, du musst wie der Typ da draußen, nehmt euch ein Beispiel, du musst loslassen und so ist es. In dem Sinne, fickt euch. Ciao, ich bin's der Schröder. Dankeschön, Simon Schäffler. Herr Schröder. Simon Benchmann, Zerrell. Dankeschön. Wow, der Ficker, ey, krass. Oh, Leute, wer war die Lehramtsstudentin da vorne? Du warst das, ne? Wie war dein Name nochmal? Beza, oh, wunderschön. Richtig, was Herr Schröder hat es gerade gefragt. Ich freue mich deswegen, ich bin auch Lehramtsstudent. Ja. Ich habe jetzt Semesterferien seit 3 Jahren. Und, aber ich freue mich sehr, dass wir heute hier so zusammenkommen, auch wenn es so schwitzig ist. Das ist ja total schön so, weil Frühling steht an. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. So, wer von euch hat schon so richtig so Frühlingsgefühle? Wer hat so richtig Bock auf Frühling? So, na, das sind ja fast alle. Das ist ja richtig krass. Habt ihr alle Heuschnupfen oder warum freut ihr euch nicht? Wer von euch hat richtig Probleme hier mit Pollen und wer ist so richtig Hardcore-Allergiker? Einmal aufzeichnen. So, du da vorne zum Beispiel, du hast richtig Probleme. Kriegst du auch schon oh, hier vorne geht's auch schon los. Wahrscheinlich, weil ich dieses T-Shirt angezogen habe hier. Okay, aber krass. Ja, mir tut es total leid, weil ich hab das nicht. Und Junge, nee, Mädchen, Alter. So, krass. Ja, ich hab das nämlich nicht, aber ich habe ganz viel Mitleid mit den Leuten, die das haben. Und ich habe mich gefragt, weil irgendwie dieses Jahr habe ich das Gefühl, das haben fast alle Menschen in meinem Umfeld, bis auf ich, so. Aber dann habe ich überlegt, ist das möglich? Kann das dieses Jahr mehr Leute treffen? Und es stimmt. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass im Jahr 2022 mehr Leute, wie eine auf jeden Fall mehr Leute da pollenallergisch sind, weil es ist, haltet euch fest, die wissenschaftliche Erklärung ist, es ist gerade Mastjahr. Ja. So habe ich das Handy auch angeguckt, als ich das gelesen habe. Es ist Mastjahr. Jetzt fragt man sich, was bedeutet es, wenn es Mastjahr ist? Mastjahr sind nicht die ersten 60 Lebensjahre von Rainer Kallmund. Nein, Mastjahr
Mastia bedeutet, dass die Natur um uns herum gerade mega viel Energie da reinpackt, dass sie sich halt vorpflanzt. Also kurz gesagt, die Natur um uns herum ist mega horny. So, die wollen sich einfach nur mega krass fortpflanzen. Alle Bäume, alle Sträucher, alle Pflanzen. Das ist quasi so, also es ist eine kleine Natur-Bukake-Party, könnte man sagen. Die hauen heftig raus und wir, vor allen Dingen du, also wir sind die Leute, die es dann voll in die Fresse kriegen. So, es ist wirklich so. Und ich habe, weil ich selbst überhaupt nicht betroffen bin in Sachen Heuschnupfen, habe ich eine kleine Heuschnupfen-Hymne geschrieben. Die ist ganz klein, ganz muckelig und die solidarisiert mich mit den Leuten, die Heuschnupfen haben. Viel Spaß mit der großen Heuschnupfen-Hymne. Wow, ihr klatscht im Takt, oh mein Gott. Ja, okay, wir machen das jetzt noch so ein ganz bisschen und dann hören wir mit einem breiten Grinsen einfach auf. Wie wäre das? Willkommen im ZDF-Fernsehgarten. Woo! Nein, super nett gemeint, aber es gibt gleich Klatschstellen. Versprochen, ihr dürft gleich, ja, wichtig ist, sympathisch zu bleiben. Woo! Draußen ist es wunderschön und ich bin hier mit dir. Bäume und die Wiesen blühen, wir beide gehen spazieren. Schau nur, was der Frühling macht, die Erde jubiliert. Weil die ganze Welt erwacht, doch ich bin irritiert. Denn du scheinst hier nur weg zu wollen. Schau, unsere Haut ist schon ganz gelb von den Birkenpollen. Ich denk, ich munter dich auf und werf dich ins hohe Gras. Du schnappst nach Luft, ach komm, ich frag mal, was du hast. Und du sagst, verdammt Mann, das ist die scheiß Haselnuss, die mir den Tag versaut. Ich hasse den Frühling, ich hasse jedes blühende Kraut. Wegen Birke und Buche schnupf ich die Nase, bis ich blute. Ambrosia ist ne Bitch, weil ich wegen ihr stick. Nur die Ulmenpollen sind nicht so schlimm für mich, doch die blühen dieses Jahr nicht. Das war ein kleines Solo, dankeschön, ja. Jetzt, ja, genau. Zweite Strophe. Ich kaufe dir ein Eis und du weinst. Wir fahren im Cabrio, deine Augen tränen rot. Ich lieb dich trotz der Pollen und dein Gesicht wird immer röter. Du bist komplett angeschwollen, ey, du siehst aus wie Harald Glöckler. Mein grandioser Witz macht mit dir leider nix. Ich denk, ich munter dich auf und kauf dir nen Blumenstrauß. Schau, Schatz, der ist mit Margeriten, denn die liebst du doch, hey. Statt dich zu freuen, greifst du panisch zum Notfallspray und du schreist. Ich hab dir tausendmal gesagt, ich hab ne Schnittblumenallergie. Weil Gott meint, es reicht nicht aus, dass ich an Pollen krepier. Nächsten Monat blüht die Buche, dann bleib ich nur noch zu Haus. 10-mal am Tag duschen, anders halte ich das nicht aus. Ich wünsche mir nen Sommer ohne Erle. Ich hätte gern nen Frühling ohne Wegerich. Aber dich, dich hab ich trotzdem gerne. Nur die Pollen hasse ich. Vielen Dank, Nightwatch. Dankeschön! Vielen lieben Dank. Und jetzt rastet gleich weiter aus, denn wir kommen zum nächsten Künstler. Hier ist der fantastische Alex Stoll. Leute fragen mich manchmal, Alex, was ist eigentlich das Erste, was du sagst, wenn du auf die Bühne gehst? Und dann antworte ich immer, Leute fragen mich manchmal, Alex, was ist eigentlich das Erste, was du sagst, wenn du auf die Bühne gehst? Und dann antworte ich immer, Leute fragen mich manchmal. Und ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern, weil ich ihn theoretisch unendlich lang durchziehen könnte, bis der Auftritt vorbei ist. Und ich glaube, irgendwann traue ich mich und ziehe es einfach komplett durch. Ich habe im Moment so ein Problem, und zwar habe ich so wiederkehrende Albträume. Und ich habe mit meinem Vater drüber geredet, der interessiert sich so für Psychologie. Und dann meinte er, Alex, wiederkehrende Albträume sind ein klares Zeichen für ungelöste Probleme in deinem Leben.
fällt dir da spontan was ein? Und dann meinte ich, ja, tatsächlich, und zwar habe ich so wiederkehrende Albträume. Und dann meinte Alex, wiederkehrende Albträume sind ein klares Zeichen für ungelöste Probleme in deinem Leben. Fällt dir da spontan was ein? Und ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern. Weil ich ihn theoretisch unendlich lang durchziehen könnte, bis der Auftritt vorbei ist. Und ich glaube, irgendwann traue ich mich und ziehe es einfach komplett durch. Okay. Ich habe lange Fußball gespielt und einmal wurde ich so richtig doll umgegrätscht von meinem Gegenspieler. Und dann bin ich so aufgesprungen und meinte so zum Schiri, ey Schiri, das ist doch gelb. Und dann meinte mein Gegenspieler, ja, und was machst du hier gerade? Gelb fordern, das ist auch gelb. Ich weiß nicht, ob ihr die Regel kennt, ist wirklich so, gelb fordern ist beim Fußball auch gelb. Und dann meinte ich, ja, und was machst du hier gerade? Gelb fordern, das ist auch gelb. Und dann meinte er, ja, und was hast du hier gerade vor? Gelb fordern oder was? Das ist auch gelb. Und ich muss sagen, ich mag den Witz besonders gern. Okay. Man soll es nicht übertreiben. Ihr könnt vielleicht kurz eine Abstimmung machen, dann könnt ihr so mitentscheiden. Die Meinung vom Publikum ist mir halt auch immer wichtig. Darum, vielleicht wäre es dafür, dass ich mit dem Wiederholen aufhöre, weil es irgendwann nervig wird. Einmal bitte klatschen. Wäre es dafür, dass ich es durchziehe? Einmal bitte klatschen. Das war mir nicht eindeutig genug. Wäre es dafür, dass ich mit dem Wiederholen aufhöre, weil es sonst irgendwann nervig wird? Einmal bitte klatschen. Wäre es dafür, dass ich es durchziehe? Einmal bitte klatschen. Das war mir nicht eindeutig genug. Wäre es dafür, dass ich... Okay. Ich muss sagen, ich mag die Abstimmung besonders gern, weil ich sie theoretisch unendlich lang durchziehen könnte. Naja gut, man soll es nicht übertreiben. Das reicht wirklich. Vielleicht noch kurz was anderes. Ein Kumpel wollte letztens auch zu einem Auftritt von mir kommen und dann meint er so kurz vorher zu mir, Alex, ich kann heute doch nicht kommen. Klammer auf, ich weiß nicht, ob ich dir schon fest zugesagt habe, aber ich muss meiner Schwester beim Umzug helfen und das dauert länger als gedacht. Und dann hat er so geredet und geredet und einfach nie Klammer zugesagt. Und jetzt ist so alles, was er in seinem Leben sagt, in Klammern. Ich weiß auch nicht, seitdem kommt mir irgendwie alles, was er redet, so unwichtig vor. Das ist echt krass. Aber ich wäre dafür richtig beeindruckt, wenn er so in 10 Jahren nochmal zu mir kommt und so sagt, Alex, ich kann heute wieder nicht kommen, Klammer auf, genau wie damals, weißt du noch, Klammer zu, Klammer zu. Okay. Ja, vielen Dank. Nice. Okay, ja, läuft gut. Ansonsten, ich habe mir auch Schuhe geholt, extra für Auftritte. Ich dachte, es lohnt sich. Aber euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich mich auf der Bühne überhaupt nicht bewege. Und darum sind die so eingelaufen wie am ersten Tag. Und das wollte ich heute ändern. Kifft hier jemand? Einmal bitte klatschen. Oh, das ist nicht mein Publikum. Nee, das Ding ist bei mir, ich hatte so eine Phase, also ich verstehe da jeden, bei mir war es so, ich habe angefangen zu kiffen, als ich studiert habe. Aber ich habe dann schnell gemerkt, wie Gras mir so meinen gesamten Antrieb nimmt und dann habe ich halt direkt wieder aufgehört zu studieren. Ich habe was Interessantes gelesen über Beziehungen im Internet. Und zwar stand da, dass wenn man zusammen in der Beziehung Pornos guckt, dass dann beide Partner in der Beziehung glücklich sind. Und das fand ich total interessant, weil ich weiß nicht, wie eure Beziehungen bisher so liefen, aber ich habe mich jetzt nie getraut, einfach mal so mittendrin zu fragen, ob sie glücklich ist. Okay. Ich weiß noch, einmal in der Schulzeit kam so der coolste Typ aus der Parallelklasse zu mir und eigentlich war der immer so total fies zu jedem, aber einmal kam er so ganz freundlich zu mir und meinte so, Alex, darf ich auf deinem Gips unterschreiben? Und dann meinte ich, welcher Gips? Und dann hat er mir den Arm gebrochen. Genug eingelaufen für heute. Ja, ich muss dazu sagen, euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, ich benutze auf der Bühne oft keine Übergänge zwischen den Witzen.
recht auffällig. Und Leute kommen nach Auftritten manchmal zu mir und sagen, dass ich mal welche machen soll, weil die das irgendwie nervt. Und ich will das ehrlich gesagt gar nicht, weil ich will nicht so tun, als wenn da so ein Zusammenhang ist, wenn da keiner ist. Aber ich dachte, ich kann vielleicht so Übergänge machen wie bei PowerPoint. Ich war ziemlich wütend, als meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Ich weiß noch, irgendwann war ich so wütend, ich habe einfach ein Bild von ihr aufgehängt und das so als Startscheibe benutzt. Aber ich war so schlecht, es sah aus, als hätte ich einfach nur ein Bild von ihr aufgehängt. Guckt hier jemand, wer wird Millionär? Einmal kurz klatschen. Nice, noch mehr als Kiffer. Sehr gut. Ich muss sagen, ich gucke es eigentlich auch nicht mehr, aber ich habe letztens mal wieder eingeschaltet. Und habe dann einfach zufällig gesehen, dass ein Kumpel von mir da war, Marvin heißt der, und dass er einfach da sitzt und auch 32.000 Euro gewonnen hat. Und das fand ich total krass, weil das halt wirklich einer meiner besten Freunde ab jetzt. Okay. Ich war letztens zum ersten Mal in meinem Leben in der Polizeikontrolle und dann habe ich so das Fenster runtergemacht und meinte, ich schätze, Sie wissen, warum Sie mich anhalten. Und dann meinte er, allgemeine Verkehrskontrolle. Dann meinte ich, nee, ich bin viel zu schnell gefahren. Und dann meinte er, das tut mir leid, das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Ich gesagt, alles gut, ich drücke nochmal ein Auge zu. Also. Okay. Ja, das war der witzige Teil vom Auftritt. Jetzt ist noch was halb Vorbereitetes. Was ich einfach nur erzählen will, ist nur die Wahrheit. Und zwar habe ich mit drei Freunden eine Comedy-Gruppe. Wir heißen Vier Feinde. Und wir sind total unbekannt. Und wir haben überlegt, was könnten wir vielleicht machen, um bekannter zu werden. Was wäre auch einfach so eine geile Aktion, die wir selber feiern würden. Und dann dachten wir, es wäre total witzig, wenn wir bei einer Arena anrufen und die so bekannt ist und fragen, ob die vielleicht einen Konferenzraum oder so haben, wo wir spielen können. Damit wir sagen können, wir spielen in der Arena. Und dann haben wir hier in Köln bei der Lanxess Arena angerufen. Und die Frau meinte, die hat noch nie so einen dummen Anruf bekommen. Aber findet sie gut. Und dann hat sie gesagt, sie hat ein Datum frei, 10.09., das ist ein Samstag. Und dann hat sie uns da so hingeführt und die haben halt so ein Backstage-Restaurant. Da guckt man so wie hier so eine Glasfront und man guckt so runter in die große Arena. Und sie meinte, ja, hier in dieses Restaurant passen so 60 Leute rein. Und wir meinten so, ja, 300 würden wir schaffen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann, ich meine, die Arena steht leer. Ihr könnt halt auch in der großen Halle spielen. Und jetzt spiele ich am 10.09. in der Lanxess Arena. Und es gibt noch ein paar Tickets. Nee, aber also ernsthaft, die Tickets gibt's bald. Das wird wahrscheinlich der größte Auftritt unseres Lebens. Ich freue mich, wenn Leute rumkommen. Haut rein, schönen Abend noch. Ciao. Für euch, Alex Stolz! Alex Stolz! Ja, sag das weiter. Ich fände das richtig cool, wenn das richtig voll wird. Sag das mal weiter. Und zwei aus diesem Ensemble haben hier den Talent Award gewonnen. Also, das ist echt eine richtig lustige Truppe. So, spread the word. Spread it. Woo! Ja! Bringt Liebe. Bringt Liebe. Ach ja, und die Svenny-Maus ist auch fast in der Arena. Ja, ich spiele auch Lanxess. Das kleine Lanxess, Ateliertheater, oder? Ja. Wo bist du? Am 11.06. spiele ich im Ateliertheater mein Programm Yes, We Sven. Vielleicht habt ihr ja Lust. Kommt da hin, ihr müsst wieder Karten kaufen, wir brauchen euch, Kultur wiederbeleben, bitte. Sven, 11.06. Wo? Im Ateliertheater in Köln, es gibt Disney, Dorf und Dödelwitze. Das ist doch genau euer Ding. Hui. Hin da. Ich bin mir zu schade, um Werbung für meine Sachen zu machen. Du spielst gerade nirgendwo. Genau, Nightwash. Nightwash, weil ich es nicht muss. Ich bin so reich. Das ist mein Hobby hier. Nightwash ist am 31.08. ein Riesen-Event ohne mich, weil ich bin im Urlaub. Und das ist an der wo? Nochmal? An der Südbrücke. Auch dahin kommen, passen
100.000 Leute. Da bin ich auch da. Und Sven ist da auch. Leute, ihr merkt, das ist ein Muster. Und Atze Schröder, aber ich spiele da vor allen Dingen. Das wird so krass. Also 31.8. Nightwatch Live Open Air wird so gut. Ich schalte mich per Livestream aus Kroatien zu. Ciao. So, jetzt wollte ich dir deinen Fächer zurückgeben. Das geht noch. Ein bisschen. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Entschuldigung, wirklich, kann ich. Es war warm. Ich musste schnell ver. Es ist billig gewesen. Sorry. Heb das auf. Jetzt komme ich so in den Modus, wenn ich genervt bin. Oh, ihr nervt mich gerade. Krass. Aber ich bin auch immer noch geil. So, das ist diese Mischung. Kennt ihr das, wenn so ein Hund auf euch zurennt und der hat zu viele Emotionen? Auf einmal, so, der geht so hin und der hat eine Latte. So, und du denkst so, oh, ich bin geil, auch wütend. Das bin ich. Und es ist wirklich manchmal weird, wenn du dann so denkst, dass alles irgendwie ein Flirt ist. Ich war letztens beim Corona-Test, als ich mich da raustesten musste aus dieser Fake-Sache. Und da kam ich da rein, na, und dann guckt der Typ mich so an und fragt mich so, was ist denn Ihr Lieblingsloch? Und ich so... Sagst du es mir? Das war's von mir. Jetzt kommt noch eine Künstlerin, aber ich habe noch eine Frage, und zwar an dich. An dich. You with the red hair, which is a little bit of blonde too. Du. Auf die Gefahr, dass ich ein riesiges Fettnäpfchen trete. Ich weiß, die Reisebranche hat sehr gelitten in den letzten 2 Jahren, aber warum zum Teufel hast du einen Grabstein mit der Aufschrift TUI auf deine Wade gedruckt? Das ist eine Abkürzung für eine Band. Für eine Band, die tot ist. Mittlerweile wahrscheinlich, ja, Trapped Under Ice. Wie? Trapped Under Ice. Trapped Under Ice. Hat dich jemals jemand gefragt, warum du das Reiseunternehmen so bedauerst? 6 Leute, und wer bin ich davon? Die 6, geil! Die ist da schon wieder 6. Es verfolgt mich! Ich kann nichts dafür! Aber jetzt machen wir hier nochmal Stimmung, Leute, es ist fröhlich! Kommen wir zur letzten Künstlerin! Ich liebe sie, ich bin schon mit ihr aufgetreten, sie ist großartig, hier ist für euch Nicole Jäger! Ja, machen wir es ganz kurz. Ich muss mal ein bisschen mit euch reden. Ich bin ja mehr so der sportliche Typ, ne? Und selber fett. So. Nein, wirklich, ich habe nichts gegen Sport, aber können wir mal darüber reden, wie hart mir Fitnesstrends auf den Sack gehen, Alter? Was ist der aktuelle Fitnesstrend? Was machen Sie gerade alle? Hula Hoop. Ganz genau. Hula Hoop. Alter, Hula. Nur nennen wir es jetzt nicht mehr so. Das heißt nicht mehr Hula Hoop, das ist zu 90er. Das heißt jetzt Hulan. Wir hulern jetzt alle. Oh mein Gott. Nee. Und ist irgendwie auch, du kommst ja nirgendwo hin, ohne dass irgendjemand dich drauf anspricht. So machst du irgendwie Instagram oder Facebook auf, kommt ja sofort jemand so, hey, na, heute schon gehulert? Denkst du, nein, ich hab ein Leben, du Schlampe. Aber danke der Nachfrage. So, schlimm. Ich habe allerdings auch eine kleine Schwester. Und die findet Hula Hoop total geil und kam irgendwann an und meinte so, hey, du pass auf, nee, wirklich, du musst das dringend mal ausprobieren. Das ist super, auch für die Figur, und dann kann man auch ganz gut mit abnehmen. Und ich dachte so, fick dich. Und dann sind wir bei uns in Hamburg in so ein Hula Hoop Fachgeschäft reingegangen. Ja, es gibt Hula Hoop Fachgeschäfte. Habt ihr mal einen Hula Hoop Reifen gesehen, sag mal? Das sind so kleine Dinger, die sind so viel Material. In der Mitte sehr viel Loch. Und dafür gibt es Hula-Hoop-Fach. Wie wenig muss man können, um in einem Hula-Hoop-Fachgeschäft arbeiten zu müssen? Wir sind dann da auch hin, meine Schwester und ich, kommen rein, kommt uns auch eine Frau entgegen, die sofort so, hallo, mein Name ist Maya, herzlich willkommen bei Hulala. Was kann ich für dich tun? Ich so, Maya, du kannst dich direkt im Wald erhängen, das wäre toll. Nein, mal im Ernst, was kann ich dir bringen? Portion Pommes wäre super. Und dann steht sie dann, meint sie, ja, du pass auf, das sind die Hula-Hoop-Reifen, die hängen da halt alle so an der Wand, ne? Und dann meint sie so, ja, also das sind die Reifen, der hier zum Beispiel, das ist ein Hula-Hoop-Reifen. Aha,
Und was kann der? Ja, der ist rot. Mhm. Danke, Captain Obvious. Und der daneben? Ja, der ist blau. Okay, du warst die Beste der Abschlussklasse, oder? So. Ja, ach nee. Und dann gab sie auch so einen rüber. Und man meint so, hey, probier mal den. Und ich so, ja, passt. Ich hasse es ja, wenn Leute ankommen und die ganze Zeit so, hey, ist aber dir am Anfang auch immer runtergefallen? Nope. Nicht ein einziges Mal. Das Ding sitzt wie angegossen. Ich steck da drin wie ein Korken in einer Flasche. Es ist auch jetzt gerade, ich trage den gerade drunter. Ja. Ey, und dann hast du, wenn du da diese Reifen so hängst, steht da immer drunter, was die alles können. Steht dann so drunter so, Hula-Hoop-Reifen für Anfänger, für Fortgeschrittene, Hula-Hoop-Reifen für besondere Beanspruchung und Belastung. In was für eine Situation muss man in seinem Leben kommen, indem man einen Hula-Hoop-Reifen für besondere Beanspruchung und Belastung braucht? Was stellen wir uns vor? Ist das so, keine Ahnung, Mount Everest, 7500 Kilometer Höhe, ja? So, Schneesturm, von oben so eine Eisbärenfamilie, alles ist dramatisch. Irgend so ein Typ hängt kopfüber an, nur noch am Fuß um so ein Seil, völlig verzweifelt. So, lasst mich zurück, rettet euch selbst, was zählt, ist die Mission. Darunter sein bester Freund, auch am gleichen Seil, nur noch ein Eispickel. So, nein, warte, wir schaffen das. Ich habe hier diesen Hula-Hoop-Reifen für besondere Beanspruchung. Was soll das denn? Oder Herr der Ringe. Ja, so Samwise, Gamgee und Frodo nach 12 Stunden Kino-Epos auf dem Schicksalsberg. Sam so völlig entnervt, so, Alter, wirf jetzt diesen scheiß Ring, Mann. Und Frodo so, ein Ring sie zu knechten, sie alle zu binden. Ja. Wird nichts mehr. Nur Kerle, ne, unter der Reihe. Nee, nicht ganz. Ihr habt die beste Perspektive, ne? Wir denken den halben Tag schon so, oh Gott, bitte lass sie Unterwäsche tragen. Das ist unangenehm, ey. Ich habe jetzt eine Katze seit der Pandemie. Habt ihr Katzen? Sind das mal Bastardtiere, ey? Oder? Ja, weil Hunde immer so, hey, hi Buddy, du ganz kurz nur, ja, ich will dich gar nicht stören. Alles, du, ich weiß, du hast viel zu tun und du bist auch wirklich ein sehr wichtiger Mensch und so. Aber wenn du gerade kannst, würdest du mir was zu essen machen? Kann auch günstig sein, völlig egal, macht gar nichts aus. So. Ich nehme alles. Und wenn du dann noch Zeit findest, wäre es toll, wenn du mit mir vielleicht spazieren gehst. Du musst nicht, ich gehe auch in den Garten, aber das wäre ganz toll, ich liebe dich. So. Und dann Katzen, so. Naja, was zu essen. Irgendwas mit Blattgold wäre super. Machen wir die Kotze weg, die da vorne liegt. Ist ein Geschenk. Außerdem sieht das Haus scheiße aus, in dem ich hier wohnen muss. Wer bist du eigentlich? Ey? Kackvase, weg damit! Und dann haben Katzen auch so merkwürdige Angewohnheiten. Katzen beißen so gerne. Und so völlig sinnfrei. Ja? Also so die, irgendwie beißen die in die Hand und dann wollen sie, dass du so rausziehst. Ja, dass du so die Hand dann wieder rausziehst. Das nennen die Spielen oder so. Keine Ahnung. Oder Fressen. Oder weiß ich nicht, was die machen. Ey. Tipp für alle Katzenbesitzer. Mach das mal nicht. Zieht mal nicht raus. Schieb mal weiter rein. Es gibt die besten Diskussionen mit dieser Katze. Ja, ich diskutiere mit meiner Katze. Ich war sehr alleine in der Pandemie und ich werde nicht mit euch darüber sprechen. So. Ja. Und dann haben wir uns halt, sitzen wir da und unterhalten uns irgendwie. Und sie hat dann so meine Hand im Maul. Und ich so, okay. Und jetzt? Und sie so, du musst das rausschieben. Ich so, was? Rausschieben. Die Hand. Ja, das tut aber weh und macht Kratzer. Und sie so, genau. Ich so, was? Sie so, miau. Ich so, aha, wonach schmeckt Mensch eigentlich? In deinem Fall nach Speck. Sehr witzig, Madame, sehr, sehr witzig. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Bagheera. Nur weil du schwarz bist, das ist mein Muff auch. Und der hat genauso wie du vorne und hinten auch eine Öffnung. Katze so. Funktioniert einwandfrei. Ja. Und beim nächsten Mal, wenn ich komme, üben wir hier vorne Stage-Diven. Das wird richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Mein Name ist Nicole Jäger. Dankeschön. Für euch, Nicole Jäger! Woo!
Boah, kriegt ihr noch Luft hier drin? Das ist richtig schlimm, ne? Okay. Ich glaube, das war eindeutig. Das fand ich eben auch schon so krass. Also es hört sich immer an, als würdest du sterben, aber dann lachst du so heftig krass. So, ist alles gut. Geht's dir gut? Oh Gott, kennt ihr zufällig diesen Sketch, weil es gerade um das Thema Katzen geht, mit Martina Hill von, wie hieß das damals noch? Knallerfrauen. Knallerfrauen, aber davor. Wie hieß denn das mit Martina Hill vor Knallerfrauen? Switch Reloaded? Nein, hat die nicht auch noch eine... Dazwischen war gar Frauenkrach? Nichts. Nee, das heißt doch immer gleich weiter als Ladykrach. Das nein, ist Anke Engelke. Das ist eigentlich, okay, dann war es bei Knallerfrauen, wo sie die Katzenallergie hat. Kennst du? Das ist so lustig. Ich krieg noch gerade Schreckkopf. So, schaut euch das bitte mal an. Ladykrach, nee, Krach. Das ist das Gleiche, ey. So, wir brauchen was anderes als Ladykracher. Knallerfrauen. Ja! Hier sind 10.000 Euro Marketingagentur. schaut euch das bitte mal an. Knallerfrauen, Katzenallergie. Das ist so witzig. Bist du sicher, dass du keine Katzenallergie hast? Ja, ich krieg noch gerade schlecht los. Hat eine anstrengende Woche. Das ist so geil. Und wie sie aussieht, ey. Boah, ich muss aufhören. Okay, schönen Abend, ciao. Jetzt hör auf. Mein Gott, ey. Immer diese Aufmerksamkeit, der findet sich so um Leute, ey. Hallo. So kriegst du keinen Partner. Wenn du ehrlich bist, so weißt du so, ey, ich habe Halsschmerzen. Oh, hast du Husten? Nee, Deep Throat. gestern 3 Stück. Oh. Das hast du auch beim Corona-Testen gemerkt, so die Tester, die richtig tief in den Rachen gegangen sind, was sie so, na, Schnecke, oh, okay, mein Bauch ist getestet. So, wir hören jetzt auf, ich kann nicht mehr, ihr nervt. Wir holen jetzt alle Künstler nochmal nach oben. Mir ist viel zu heiß. Ich glaube, mein Sonnenbrand kickt gerade. Und jetzt rastet ihr nochmal aus für alle Künstler und Künstlerinnen, die heute diesen Abend so schön gemacht haben. Hier für euch am Start Miria Regensburg. Miria Regensburg. Bora. Isabella Luna. Herr Schröder. Alex Stolz, Nicole Jäger und Sven Betzmann. Und jetzt raste nochmal aus für den besten Moderator dieser Show. Hier ist Simon Stempler. Applaus für alle Künstler. Applaus. Applaus. Vielen Dank, Zuschauer und Zuschauerinnen, liebes Internet. Bis zum nächsten Mal. Das war Nightwatch Live. Komm, einmal machen wir noch. Einmal machen wir noch. Einmal machen wir noch. Dankeschön. Komm gut nach Hause. Und ja, noch eine Sache ganz kurz. Wirklich ganz wichtig. Geht wieder Shows gucken. Geht an alle, die hier sitzen, an alle im Internet. Geht raus, kauft unsere Karten, am liebsten meine. Und also geht wieder gucken. Wir brauchen euch gerade mehr denn je. So, die Leute sind immer so, oh, ich weiß noch nicht. Oh, und außerdem ist gerade das Wetter, ich wäre gerne eine Bitch. Und deswegen geht, kauft Karten so, und kommt in unsere Shows. Und lasst uns wieder lachen und die Kultur wieder aufleben lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alle sind auf Tour, glaube ich, oder die meisten. Deswegen kommt bitte rum. So, die Arena, so, ey, macht das wirklich, make it happen. Das wäre so geil, wenn das klappt. So, geht raus. Vielen Dank. Komm gut nach Hause. Tschüssi.